Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zur VIP-Auflösung von meinem Server Darkcraft 2012. Und ich muss schon mal vorweg sagen, ihr seht jetzt als allererstes einen Teil, bei dem der Gewinner nicht stimmt. Ich habe nämlich einen Fail gemacht, für den ich mich jetzt schon mal entschuldigen möchte, auch bei dem eigentlichen Gewinner, der jetzt nicht der Gewinner wahrscheinlich nicht sein wird. Denn ihr seht jetzt erstmal, wie ich das auslose und dort gewinnt einer. Allerdings habe ich dort einen Fail gemacht und zwar habe ich zwischen 1 und 9 ausgelost, dabei waren es 10 Teilnehmer. Jo, und das heißt, ich lose das gleich danach nochmal aus. Das heißt, ihr seht jetzt erstmal den falschen Teil, wo nicht der richtige Gewinner leider drin ist. Also wahrscheinlich. Und danach seht ihr nochmal den richtigen Teil. Und nochmal Entschuldigung ganz herzlich an alle und vor allem auch an den, der eigentlich gewonnen hätte. Ja, tut mir wirklich sehr leid, aber ich habe leider einen Fail gemacht und jo, ich wollte das jetzt aber nicht rausschneiden, weil ich da so schön irgendwelchen Müll gesabbelt habe. Und jo, gut, dann sag ich mal, schaut euch am besten jetzt mal die Auslosung an. Wie gesagt, der Erste, der jetzt ausgelost wird, der wird vielleicht nicht der Gewinner sein. Es geht danach noch einmal weiter. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen in der Auslosung des VIP-Gewinnspiels von Darkcraft. Ich habe da jetzt eine Auslosung gemacht und erstmal Entschuldigung, dass ich das Ganze mit der iPhone-Kamera aufnehme und das jetzt hier schön verwackelt. Aber das Problem ist halt, mein Laptop ist in der Reparatur und ich habe jetzt hier nur dieses Teil, so einen uralten IBM-Laptop, der ultra lahmarschig ist, mit einem Gigahertz-Prozessor und 500 MB RAM und Windows XP in klassischem Style. Und das Ding ist mir einfach zu lahm. Ja gut, angeschlossen an meinen Voll-HD-Monitor. Und ja, das Ding ist so lahm, damit kann ich nicht aufnehmen. Deswegen nehme ich das Ganze jetzt mit dem iPhone auf, also Entschuldigung bitte, falls das ja zu doll wackelt oder was weiß ich. Und ja, ich habe hier mal die Gewinner alle eingetragen in die random.org-Liste. Ich mache das Ganze so wie der gute alte Mega-Gewinnspiel-Kanal. Erstmal, ich möchte hier niemanden nachmachen, aber ich fand das halt so gut, wie das mal der Kanal Mega-Gewinnspiel gemacht hat. Also wie nennt sich das jetzt, der Besitzer vom Kanal Mega-Gewinnspiel hat das auch mal so ausgelost. Ich lose das jetzt mal genauso aus. Und zwar, hier stehen alle Teilnehmer drin, wundert mich, dass es nur 9 Teilnehmer waren. Aber ja, ich habe die ganzen Teilnehmer jetzt hier mal eingetragen und klicke hier einfach mal auf Randomize unten. Wenn das Ding hier mal ein bisschen schneller machen würde. Und dann gehe ich mal hier auf diese Seite. Boah, dieser Laptop. Ja, hier, ihr seht ihr das schon, wie lahm das Teil ist. Aufnehmen, das geht damit gar nicht. Hier, verbinden, passiert nichts. Boah, da dreht man durch bei. Hallo. Scheiß Teil. So, jetzt hat das hier... So, jetzt bin ich auf der Seite. Und zwar, das waren 9 Teilnehmer. Ich mache das jetzt mal so. So macht das auch, hat das auch mal der Kanal Mega Gewinnspiel gemacht. Ich möchte wirklich niemanden nachmachen, aber ich finde das halt ganz gut. Ich gebe hier mal die 9 ein. Denn jetzt tipp doch mal die 9. Mann ey, denn es waren ja 9 Teilnehmer. Und zwischen 1 und 9 wird dann halt eine Zahl ausgewählt. Und ja, die Zahl wird dann die Zahl des Gewinners sein. Und der wird dann halt VIP auf meinem Server bekommen. Und ich klicke immer auf Generate. Wenn da mal was passieren würde. Leute, das Ding hier, guckt euch das mal an. Die Lampe von der Festplatte, die arbeitet ständig. Das ist nicht mehr normal. Boah, Leute, jetzt mach mir mal Hilfe. Ich will das hier auslosen. Tja, hoffnungsloser Fall mit dem Laptop hier. Wie gesagt, mein anderer Laptop, der ist ja in der Reparatur. Und jetzt habe ich halt nur so eine lahme Gurke, mit der man nichts machen kann. Aber wie gesagt, ich wollte das ja noch auslosen. Jetzt kann er hier aber auch mal ein bisschen schneller machen. Hört ihr hier die Festplatte, wie das Ding rödelt? Und nichts passiert. Jetzt macht doch mal. Das ist natürlich immer ganz schön, wenn solche Fails auch noch in der Aufnahme passieren. Hier, guck mal da oben, die Seite, wo ich das hier randomize geklickt habe, steht auch noch verbinden und das Ding hängt. Wow. Hoffnungsloser Fall. So, jetzt kann er aber auch mal ein bisschen schneller hier machen. Ja, so, Voll-HD-Monitor mit nicht mal einer Voll-HD-Auflösung, weil ich halt dieses Teil hier angeschlossen habe und das ein bisschen, naja, der erkennt die Treiber irgendwie nicht richtig. So, jetzt kann, Alter, das Ding ist ja immer noch nicht fertig. Schade, dass es keinen Pause-Knopf hier gibt. Ich kann das jetzt auch schlecht schneiden ohne professionelles Videobearbeitungsprogramm. Boah, hier guckt euch das Teil mal an. Intel Inside, sorry, dass es jetzt unscharf ist, Celeron oder wie das Ding auch immer heißt, IBM ThinkPad, sehr modern, eben scharf stellen. Alter, jetzt reicht das aber auch mal hier.
Der soll hier mal Hände machen. Lording, na, das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, sorry, dass es so lange dauert, die Auslösung, Auflösung. Aber jetzt mal an alle. Oh, es tut sich was. Ich kann ja schon mal, bevor die Zahl hier steht, schon mal sagen, Skype, ne? Skype, das Problem mit Skype ist im Moment, wenn ich in Skype jemanden antworten will, jetzt regen sich immer alle auf, dass ich erst 10 Minuten später oder noch später antworte und dann fragen sie mal, hallo, bist du noch da? Falls ihr da auch zugehört, ich sag nur schon mal so, mit diesem Teil kann man einfach nicht schnell auf Skype wechseln. Wenn man auf Skype klickt, kommt das 5 Minuten später und dann muss ich nochmal ein paar Minuten warten, bevor ich irgendwie was schreiben kann. Und das sieht man hier auch schon, das Ding ist immer noch nicht fertig mit Laden. Boah, das kannst du vergessen. Ich würde das jetzt ja gerne pausieren und dann irgendwie nachher rausschneiden, diese ganze Überlänge jetzt hier. Aber das geht schlecht. Mit iMovie kann ich das nicht so ganz gut hinbekommen und auf dem Laptop Video bearbeiten. Ich glaube, das wird nichts. Nix. 3. Ah, die Nummer ist 3. So, das ist doch schon mal ein Anfang. Gut, der Teilnehmer mit der Nummer 3 ist der Gewinner und der Gewinner ist... Ja, leck mich doch am Arsch. Ich habe da schon auch Randomize geklickt. Oh. Hier müssen wir noch mal ein bisschen warten. Das Ding ist immer noch im Laden. Ah, endlich. Es lädt. Und der Gewinner, die Nummer 3, hat der Spieler Sapri24. So, endlich ist das Ding hier ausgelost. Und ja, du wirst, oh Mann, ist das... Na, jetzt... Was macht der hier? Hallo. Ja, Sapri24 ist der Gewinner von dem Gewinnspiel. Und ich würde dann mal sagen, ja, herzlichen Glückwunsch an dich. Sorry, dass ich jetzt hier, was wollte ich jetzt sagen? Entschuldigung an die anderen, dass sie nicht gewonnen haben oder irgendwas wollte ich gerade sagen. Und ja, gut, der Gewinner ist halt Sapri24, bitte nicht zuhaten. Und jo, du bekommst dann heute zwischen 15 und 21 Uhr VIP, wie ich das schaffe mit diesem lahmen Laptop. Das dauert nämlich ein bisschen. Und jo, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ach ja, was ich noch zeigen wollte, wird das denn hier schon wieder quick time, auch nicht mehr. Ich wollte ja... Hoffnungsloser Fall. Alter, so ein Scheißteil. Ich wollte QuickTime installieren, damit ich versuche, ich wollte mal versuchen zu rendern mit dieser alten Gurke. Denn ich habe eine Pocket Edition Folge noch aufgenommen und mit iMovie, wenn ich das damit rendere, mit der App, dann ist die Auflösung total verkehrt. Man erkennt fast gar nichts. Und jetzt habe ich hier schon ein Videoprogramm drauf, was wahrscheinlich überhaupt nicht läuft, aber Versuch ist es ja wert. Und damit ich dieses Video da reinbekomme, brauche ich QuickTime. Und ich habe keine andere Installation laufen. Und das Teil sagt mir hier, im Augenblick wird eine weitere Installation ausgeführt. Ja, das Teil ist echt zum Kotzen. Dann kann ich das hier auch schon mal abbrechen. Und dann heißt es schon mal an alle, die die Pocket Edition gucken, sorry. Aber auch die Pocket Edition Folge, die nächste, das dauert noch, bis die kommt. Ich kriege hier einfach nichts auf die Reihe mit dem Ding. Und ich hole nochmal Glückwunsch an den Gewinner Sabri24. Und jo, dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, sorry nochmal, dass es alles so lange gedauert hat. Und dass ich das hier mit dem iPhone aufgenommen habe. Denn wenn ich jetzt hier ein Videoaufnahmeprogramm wie Camtasia drauf hätte, dann hätte das alles vielleicht 5-mal so lange gedauert. Und jo, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Sorry an die Leute, die nicht gewonnen haben. Jetzt 18 Teilnehmer sind... So Leute, es geht nochmal wieder weiter. Wie ihr ja schon gehört habt, habe ich einen Fail gemacht, der mir ultra peinlich ist. Und ja, ich werde das Ganze jetzt nochmal auslosen. Ihr habt schon am Anfang des Videos gehört, wieso. Ich klicke nochmal auf Randomize. Jetzt geht der Kack schon wieder los, dass das Ding hier nicht reagiert. Na, Alter, das ist mir gerade richtig peinlich. Egal, das kann leider mal passieren. Und Entschuldigung an Sapri24, falls du jetzt nicht gewinnst. Tut mir dann wirklich sehr, sehr leid. Du bekommst noch ein anderes... Du bekommst trotzdem noch eine Belohnung, also, ne, ich will hier nicht irgendwie, tut mir wirklich sehr leid, dass ich so einen scheiß Fail gemacht habe. Und jetzt reagiert das Teil schon wieder nicht, das darf doch nicht wahr sein. Ich will das Ding hier nochmal vernünftig auslosen, und jetzt reagiert der Kack nicht. Gut, ich kann das mit iMovie doch besser schneiden, als ich dachte. Sorry, dass das Video jetzt so eine Überlänge hat, aber, ja, wie gesagt, mit dem Teil hier, da kannst du nichts machen. Jetzt geht der Dreck hier wieder nicht. Ich pausiere mal kurz die Aufnahme. Ich weiß ja jetzt, wie ich das hier mit pausieren und weitermachen hinkriege. Und wenn der dann mal hier randomized hat, ich klicke hier schon mal vorher auf dieses Ding hier drauf, ne? Dann. Dankeschön. Dann
starte ich die Aufnahme wieder und bin dann gleich wieder da. So, und schon geht's wieder weiter. Das Ding ist zwar immer noch am Hängen, aber ich bin auf diese Seite gekommen. Von 1 bis 10 kriege ich eben auf Generate und ich habe beschlossen, der eigentliche Gewinner, der jetzt vielleicht nicht gewinnt, Sabri24, da habe ich ja einen Fail gemacht. Oh, die Nummer 10 hat gewonnen. Gut, also Sabri24 bekommt trotzdem noch eine Belohnung, weil ich einen Fail gemacht habe. Und die 10, der Gewinner mit der Nummer 10 ist Luca. Gut, dann herzlichen Glückwunsch an dich, du hast VIP gewonnen. Und was ich mit Sabri24 mache, überlege ich mir noch. Vielleicht kriegt er ja auch VIP. Dann habe ich das halt mal durch den Fail zweimal verlost. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, machen wir das so. Es gab dann also 2 Gewinner, Sabri24 und Luca hat gewonnen. Jo, dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, danke fürs Zuschauen und Glückwunsch an Sabri24 und Luca. Jo, dann würde ich mal, ja gut, er heißt glaube ich Lukas, aber ja, in den Namen Luca. Und sorry an die anderen 8, die nicht gewonnen haben. Gut, dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute und jo, ciao.